Hallo und herzlich willkommen zurück zu hoffentlich diesmal einer etwas längeren Session in Elite Dangerous in VR. In der letzten Folge habe ich die Pilotenbeurteilung nochmal gemacht und jetzt springe ich direkt in die Fluggrundlagen, wo ich dann hoffentlich tatsächlich meine Custom-Control-Schemes nochmal anpassen kann, austesten kann. Fluggrundlagen. Hier ist dein Kommandant für das Training der Fluggrundlagen. Wir kümmern uns um die Steuerung der Schiffsdrosselung und die basalen Orientierungsachsen deines Schiffs. Steuere dein Schiff durch den Asteroidengürtel, um dieses Trainingsszenario abzuschließen. Start! Mein Schiff ist tot. Yes, I do. Das Schöne ist, so ohne HUD sieht das Schiff echt leer aus. Tada! Ja, there's an outpost nearby. Ja, das stimmt wohl. Ja, so, Blaine heiße ich, Außenposten. Ja, da ist er nämlich zwischen den. Da. Drake Vision. Sollte vielleicht auch nicht versuchen, Gas zu geben, während ich in den Chat schaue. Weil das macht dir natürlich die Tabs. Na, mal gucken, ob das hier irgendwann irgendwen nervt, wenn ich hier die ganze Zeit am Blubbern bin. Ich habe natürlich jetzt noch keine Einstellungen gefunden, um irgendwie das Mikrofon auszuschalten, aber irgendwo war was mit Push to Speak. Aber auch schön, dass die Asteroiden hier auch alle angezeigt werden auf dem Radar. Und ich finde es immer noch geil, wie plastisch das hier alles ist, wie Space Traders Flight Training Manual, okay. Wie krass gut das hier einfach funktioniert. Erfolg! Gut geflogen, Kommandant. Arbeite weiter an diesen Grundlagen. Du wirst sie da draußen brauchen. Hurra! Das war ja kurz. Landen und Reisen. In diesem Trainingsszenario kümmern wir uns um Sternhäfen und den Frameshift-Antrieb. Dein Missionsziel lautet, vom Sternhafen zu starten, zwischen zwei Systemen zu reisen und mithilfe des Frameshift-Antriebs einen Hyperraumsprung auszuführen. Bei Ankunft verwendest du Supercruise, um einen bestimmten Sternhafen dieses Systems anzufliegen. Um das Reisetraining zu meistern, musst du Supercruise erfolgreich beenden und im Sternhafen landen. Auf geht's! El Capitan! Welcome to Romanex Folly. Hey, Commander. Now it's time for you to help me out. I need you to hey, Blaine. Do a cargo run for me. Ordinarily, I'd take care of this myself.
surface to take your ship out of the hangar. I'll keep in contact with you as you make your way there. So, mit zurück zur Oberfläche verlässt du den Sternhangar. Nutze ne oder hm oder leer. Zurück zur Oberfläche. So, und ich könnte jetzt hier, glaube ich, auch noch irgendwie Gedönsi hier einstellen. Selbstzerstörung. Wie? Okay, Flugstabilisator an. Da frage ich mich, sieht man irgendwo? Okay, da steht's wenigstens. So, wo war der hier? So, UI-Helligkeit, Uhr an, Umlaufbahn, logarithmisch, Waffenvisier, Verbrechen anzeigen, Start, Checkliste. Könnte ich auch alles machen. So, starten wir mal. Genau, und jetzt müsste ich, genau, jetzt habe ich mit dem linken Stick, kann ich hier eine alternative Steuerung, die ich mir eingebaut habe. So kann ich mich quasi auf der Achse hier bewegen. Und wenn ich Gas gebe, gehe ich halt nach vorne oder hinten. Und dann kann ich halt wieder zurück zur Standardsteuerung. Das Fahrwerk müssten wir einfahren. Scheinwerfer können wir an- oder ausmachen. Und dann geht's raus. Tschüss, ihr Trottel. So, jetzt habe ich halt hier volle Energie auf den Antrieb. Ne, hier kann ich oben alles auf Antrieb, alles auf die Schiffssysteme, also Schilde sehr wahrscheinlich. Alles auf die Waffen oder einfach alles ausgleichen. Mit Y lädst du den Dingens auf. Vor allem, warum auch immer ich jetzt hier eine englische Stimme habe, aber gut. Also man kann sich hier auch verschiedene Sprachcomputer installieren. So, Aranen. Ziel auswählen. Jetzt muss der Hyperdrive sich jetzt aufladen. 8,23 Lichtjahre. Treibstoff 1,18 pro Stunde. Engage! Nein, irgendwo, man sieht halt natürlich, dass es hier alles nur Zylinder sind und Partikelwolken. Und dass wir uns sehr wahrscheinlich nicht, hallo Sonne, dass wir uns hier sehr wahrscheinlich nicht selber durch die Gegend bewegen, sondern einfach hier die Welt um uns herum geladen wird. Aber es ist halt schon cool. Welche Navigationsmenü? Azeban City. So. Genau, das hat man auch gerade gesehen. Und jetzt fliegen wir da selber hin, ohne diesen... Hey, wusch. Ja, und wenn es hier in der Blue Zone ist, dann wird er auch irgendwie automatisch langsamer, habe ich das Gefühl. Aber man sieht, ich bin jetzt halt hier an diesem Planeten einfach mal vorbeigerauscht. Und jetzt holt er das Tempo halt auch wieder runter.
Genau, und wenn ich halt in dieser blauen Zone bin, dann... Verlangsamen! Himmel, Herrgott! So, Azuban City. Lichtsekunden. Ich habe irgendwie die Entfernungen noch nicht so ganz raus. Also es ist halt schon cool, dass man sich hier tatsächlich so frei bewegen kann. So, bald müssten wir eigentlich uns hier rausbewegen können. Puff! Das ist halt auch witzig, solange man sich halt in dieser großen Geschwindigkeit befindet, ist das hier natürlich alles mit Punkten irgendwie nur dargestellt. Und die echte Geometrie wird natürlich erst geladen, wenn wir in der Geschwindigkeit sind, wo sich das vom Spiel auch halbwegs gut darstellen lässt. Also ich versuche das immer so ein bisschen mit Kerbal Space Program auch zu vergleichen oder generell wie... Ja, ist ja gut. Mit Kerbal Space Program, wo einfach verschiedene, ja, Koordinatensysteme irgendwie miteinander verheiratet werden müssen. Einfach weil die Dimensionen so groß sind. So, dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, aber ich bin da guter Dinge. Dann werde ich jetzt hier auch mal links reinfahren, also in Richtung der Grünleuchten, da sollte eigentlich nichts passieren. Vielleicht noch mal ein bisschen rauf jetzt hier. Na, runter in die automatische Steuerung hier und dann sollte hier eigentlich nichts passieren. Das sieht doch gut aus. So, Landing Pad 43. Stellen wir uns erstmal hier hin, bis diese komische Anzeige da kommt. So, dann runter. Wir müssten eigentlich genau drüber sein. Oder auch nicht. Alternative Flugsteuerung aktiviert. Ich muss nach hinten. Jetzt kann ich runter. Piff! Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier irgendwo dotze. Ja, und das war jetzt das Landen und Reisen Training. Kampf! Uiuiui! Gut zu hören, Rekord. In diesem Trainingsszenario geht es um Kampfsituationen, Schiff gegen Schiff. Dein Missionsziel lautet, den über die Sensoren geordneten Kontakt anzugreifen und zu zerstören. Du musst damit rechnen, dass das Feuer erwidert wird. Du musst das feindliche Ziel ausschalten, um diese Stufe erfolgreich zu absolvieren. Attacke! Puff. There he is, right on time. Don't get too excited though. Before
re-engage, need to make sure he still has a bounty on his head. Target his ship to scan him. Right, he's definitely your mark. Time to deploy your hard points, Commander. Gesucht! Haha! Weapons hot. Concentrate your primary fire on the target, Commander. Mit Red Trigger feuerst du. Dann auf jeden Fall treffe ich ihn. Just a few hits should do it, Commander. You've got this one. Ich bin immer noch in meinem alternativen Modus, deswegen konnte ich mich nicht drehen. Ich wunderte mich schon. Ja, cool. Nice work, Commander. You're about 3000 credits richer. Bad news is, it looks like his buddy is out for revenge. This target might put up more of a fight, so I'd say more firepower's in order. Might want to switch to your secondary fire group to bring your pulse laser online. Wie mache ich das? Natürlich! So, ich werde den doch wohl hoffentlich mit der Kanone auch treffen können. Gut, das war's. Cool! Ja, meine Schilde sind noch ein bisschen down. Ziel abgeschlossen. Schön. Abbau. Pilot, die Galaxie ist voller Ressourcen, die man mit fortschrittlicher, schiffseigener Abbauausrüstung sammeln kann. Du erfährst, wie man diese Ausrüstung einsetzt und erste Elemente raffiniert. Bau einen Container Material ab und raffiniere ihn, um dieses Szenario abzuschließen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich tatsächlich irgendwie Kopfgeldjäger werden möchte oder hier Ressourcenmensch. Your ship has insufficient power for all your active modules. The shield generator is probably draining the most juice, so you
Ach, mein Schildgenerator, den soll ich jetzt ausmachen. Aha. Wo ist denn mein Schildgenerator? Schub diesen Schildgenerator. Priorität 2. So. Dann nehmen wir nochmal den hier. Der ist nämlich direkt in der Nähe. Pick a rock, any rock. Oh, schön, auch die Sonnenwinde. Drücke M oder ne, um in den Analysemodus zu wechseln. So, mit ne, aktivierst du den Abbaulaser. So, Frachtgreifer. Das ist doch cool. Good job. The ore is safely on board. Now you need to fill up your hopper with enough of the stuff to be able to refine one canister. Why don't you keep mining this asteroid until you have enough ore? Once your resource bin is full, your refinery should kick into action. And then you'll have a canister of pure palladium in your cargo hold. Ka-ching. Palladium haben wir da. Ja, wo war der jetzt da, ne? Das mag wohl sein. Das ist jetzt angeeignet, in den Carry im Abbauwesen zu beginnen. Details zu fortschrittlichen Abbauwerkzeugen findest du im Ausstattungsbereich von Sternhilfen. Ich dachte, jetzt wird hier irgendwas noch raffiniert. Hätte ich mal so gedacht, aber gut. Fortgeschrittener Kampf. Unabhängige Piloten durchlaufen vor Aushändigung der Kommandantenlizenz eine Beurteilung seitens der Pilotenvereinigung. Dabei setzt sie ein qualifizierter Instruktor Ziele, bla bla bla, insbesondere Einsteiger ans Herz gelegt. Komm, das machen wir. Nee. Das war der. Fortgeschrittener Kampf. Es ist nicht notwendig, diese Simulation vor dem Carry-Stall als unabhängiger Pilot abzuschließen. Piloten in diesem fortgeschrittenen Test wird deine Kampffähigkeit. Du kämpfst gegen angriffslustige und erfahrene Piloten, setzt deinen T-Scanner ein, um dir die komplette Belohnung zu sichern. Auftrag simpel, eliminiere den Feind mit Hilfe überlegener Flugmanöver und Beschusstechniken. Oberflächen. Es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Ja gut, wenn das nicht notwendig ist, dann... Was haben wir hier noch? Szenarios. Jo, du bist bereit. Das gegen drei Eagles, die sind schnell und in der Überzahl. Und dann, komm. Mache ich jetzt Einzelspieler oder mache ich offenes Spiel? Ich mache jetzt mal Einzelspieler. Und ich denke mal, dann kann ich ja später mal in das offene Spiel einsteigen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal genug Probleme haben mit meinen
Mission, die ich hier machen muss. So, weil ich sehe nämlich schon. Na, hier kommt nämlich auch wieder Chat. Sachen, die ich gerne. Akku mal eingeschenkt zum Einstieg. Ach nee, das habe ich alles schon gelesen. Die Pilotenvereinigung freut sich, alle lizenzierten Piloten eine Sidewinder-Lackierung anbieten zu können. Die habe ich schon drauf. Und das meinte ich mit, dass wir erstmal so ein bisschen Tutorial-Gedönse kriegen. Die Pilotenvereinigung hat hier eine Autorisierung ausgestellt. Diese Autorisierung gewährt Zugang zum Raum der Pilotenvereinigung. Dieser besteht aus Trainingssystemen, damit sichergestellt ist, dass Sie es mit Kommandanten ähnlicher Erfahrungsstufe zu tun haben. Wenn Sie die Grundlagen erlernen, wird Ihnen ein bedeutender Rabatt auf Rückkaufzahlungen der Versicherung gewährt, sollte Ihr Schiff zerstört werden. Dieser Rabatt ist gültig, bis Sie einen Rangaufstieg in der Pilotenvereinigung erzielen. Mit der Zeit werden Sie das hier Gebotene abgeschlossen und Sicherheit gewonnen haben, die Galaxie auf eigene Faust zu erkunden. Wenn Sie an einen Sternhafen außerhalb dieser Zone andocken, erlischt die Autorisierung für Distrikt der Pilotenvereinigung und mit ihr der Zugang zu diesem System. Viel Glück und sicheren Flug. So, jetzt haben wir erstmal hier. PP Botica 11:03, auch irgendwie heute Morgen hatte ich mal einen. Staffelfeed. Tritt eine Staffel bei, Direktnachrichten, Lokal, System, Geschwader, Crew, Meldungen. Obszönität, Filter, komm, machen wir aus. Scheiß drauf. Haha. Sprachchat, aus. Geschwaderchat. Kicken wir mal. So. Was muss ich tun? Ein Kontakt verloren. Ich kann jetzt hier bestimmt in den Sternhafendiensten gucken. Was ich denn hier jetzt zu tun habe.